Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Ich weiß, lange ist es her, aber wir dümpeln wieder in den Top 20 rum. Wir sind rechts, ihr seht, Gegner ist links und wir haben einen anderen Aufbau als sonst. Da wir ja ein bisschen stuck sind, was unsere Skill-Matchups angeht, unser Gameplay und so weiter, bin ich gerade dabei, mich ein bisschen auszuprobieren, meinen Spielstil anzupassen. Und das geht mal gut, mal weniger gut. Und ihr seht hier, wir gehen hier für die Backturbinen. So eine Art, ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Ein winkender Drachenschwanz. Dann baue ich hier mein Podest. Habe ich ein bisschen einstudiert, das Ganze. Ging auch ganz oft im Sandbox-Modus schief. Mache hier mein Seil, bereite alles für den Core-Swing vor. Und Hillfort ist eine sehr dankbare Map, weil man hat Zeit. Man hat Zeit und mit meiner nicht vorhandenen APM schaffe sogar ich dann hier in Core-Swing. Ja, hier aufpassen, dass man das Falsche löscht, weil ich habe gemerkt, ja, wenn man das da löscht, dann klappt der Core-Swing nicht. Wenn ich das da lösche und es abbrechen lasse, dann geht das. Und hier baumelt der Core munter vor sich hin. Und mit dem Seil befestigen. Core-Swing erfolgreich. Ressourcen sind da, nur noch befestigen und gut ist. Auf der anderen Seite, der Gegner hat derweil Full Economy gebaut, spielt hier Booster, wir Gürteltier, geht hier was Upgrade Center und macht hier auch sehr, sehr gemütlich, weil wir haben uns tiefer gelegt, da kommt erstmal so schnell nichts. Wir ziehen die Minen jetzt nach, können auch hier das Holz verkaufen, weil wir sehen hier drüben, er hat kein Fort, was hier oben irgendwo schon ist, deswegen alles entspannt. Lehnt sich nach hinten, macht die Connection hier. Und ja, die Stability Tech ist auch schon eingezogen. Ah, ja, tatsächlich, ja, schon alles erledigt. Wunderbar bei ihm und bei uns, ja. Wir bauen jetzt hier noch ein bisschen Protection rein. Wir müssen gucken, dass wir gleich Höhe gewinnen irgendwie, dass wir da drüber kommen. Aber ich habe mir für Hillfort und für Vanilla jetzt mal beigebracht, wie ein Core Swing geht und wie man da weiterspielt danach. Ich bin auch gerade dabei zu experimentieren, wenn ich meinen Core quasi auf so einer Map wie bei Dingsbums, bei Desert Runes. Wenn ich den Core nach hinten schwing, dann hängt er ja ungefähr in der Mitte vom Bild. Dann kam mir die Überlegung, ich habe immer noch diese Querstrebe, egal was ich mache. Wenn ich da quasi Holz dran baue und mit Sandsäcken beschwer und dann abreißen lasse, dann bounced der Core ja nochmal nach oben. Vielleicht kann ich dann damit auch in Core Swing auf Desert Runes hinkriegen, sodass ich meinen Core quasi oben hinter das kleine Stück der Minen oben rein friemeln kann. Aber alles nur momentan Ideen und Gedankenspiele, hat bisher noch nicht geklappt. Aber ihr seht bei uns die T2 ein Drittel durch, beim Gegner so zwei Drittel, aber schon halt Upgrade Center haben wir nicht. Also der Gegner hat hier gerade den Tech-Vorteil und den Economy-Vorteil aktuell. Wir haben momentan den Vorteil, dass unser Core jetzt, ihr seht, doch ein Stückchen tiefer liegt als seiner. Das heißt, er muss mit den Waffen nochmal ein Stück bis hier hochkommen, um hier wirklich einen guten Winkel zu kriegen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten. Hier kommen drei wunderschöne kleine Mörser. Die Windturbinen hier vorne zeigen, das ist der Windkanal, da passiert nichts. Aber bei uns, wir haben gerade eigene Sorgen, gehen hier für die Windturbinen, haben jetzt vier Stück davon, machen hier die Stability Tag auch. Man muss hier ein bisschen improvisieren, das klappt noch nicht ganz so Premium bei mir, ist viel gefriemelt. Aber hier kommt der erste Gunner, weil ich hab's gerochen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe hier den rausgucken sehen. War einfach nicht der Fall, aber das Upgrade-Geräusch der Minen hat mich dazu veranlasst, hier zwei Gunner zu bauen. Andernfalls hätte ich gar keine Anti-Air für die Mörser und die wären gleich brutal eingeschlagen. Aber so sind zwei, oh nee, ein Gunner, das ist ein Erzlager geworden. Ah, da unten hockt noch ein Gunner. Ja, so sind zwei Gunner ready geworden und ich habe zumindest ein bisschen Anti-Air.
ist für ihn jetzt ärgerlich, weil es sah so aus, bis vor kurzem noch, dass da gar nichts ist. Jetzt ziehe ich da oben noch ein paar Gunner nach. Es ist ein sehr, sehr wildes Fort. Also, da ist jetzt noch nicht irgendwie, dass ich sage, das ist so von mir geplant oder gebaut oder gewollt. Und ich dachte mir, okay, ich will gar nicht viel höher bauen. Dann nehme ich hier einen Howie und mache dann einen sehr, sehr sneaken Dropshot hier drüber, weil da ist eigentlich der Core. Da rechnet man weniger mit einem Howie. Aber durch den Aufbau könnte man das erahnen. Und ihr seht es auch, wir haben noch 6 normale Minen. Der Gegner verkauft hier seine Mörser. Kann ich verstehen, er müsste jetzt hier die Cannon platzieren, genau. Weil ansonsten hätte er hier ganz, ganz viel jetzt gefloatet. Hier kommt die erste Cannon. Geht dann hier für das Setup. Ja, 5 Superminen, eine normale Mine. Ihr seht es, 39 Einkurven zu 28. Er ist auf jeden Fall uns überlegen, aber wir haben halt schon den Howie im Aufbau. Und der ist ein bisschen früher platziert worden als die Cannon. Das heißt, die Bauzeit, ihr seht, der ist zur Hälfte durch, ist länger als bei der Cannon, aber ich werde wahrscheinlich zeitgleich fertig werden. Also kann ich ihm definitiv wehtun und wenn ein Howie zu wenig ist, dann gehen wir für 2 Howies. Haben jetzt hier 4 Windturbinen, 2 Howies gleich am Start, alles entspannt. Und wir haben tatsächlich weniger Metall gefloatet. Ihr seht 760 da unten zu 1070, obwohl wir hier diese Krütze gemacht haben. Bin ich sehr zufrieden. Und ja, wenn wir jetzt hier gerade mal die Ruhe vorm Sturm haben. Ja, die Europawahlen sind schon ein bisschen länger her. Aber Frage, wart ihr wählen? Wenn ja, gut, wählen ist wichtig. Wenn nein, wenn ihr keine 16 wart, sei es euch verziehen. Ansonsten gibt es immer die Option Briefwahl, also wählen ist wichtig. Und ja, ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, raten, was ich gewählt habe. Wenn es dabei ist, werde ich dann einen Daumen hoch und ein Herzchen geben. Ansonsten mal gucken. So, wir haben hier den ersten Howie ready. Der zweite ist ja zur Hälfte durch. Und jetzt hier kommt der erste Flug und ja, die Cannon ist gerade ready geworden und hier ärgerlich, die Cannon oben ist frei und bei mir kommt jetzt erst der Sniper. Hätte ich anders das spielen müssen, ich hätte den Sniper viel, viel früher platzieren müssen. Hier kommt noch ein Gunner und hier kommt der, ja, der erste Treffer mit der Cannon, aber hier in meinen, ja, Kugelfang reingekommen. Hier hinten den einen Gunner, der gerade frisch gebaut wurde, weggeholt, aber ja, mein Gott, ist dann halt so. Der Howie ist durchgeladen, es kommen 2 Gunner bei ihm, aber nochmal richtig schön um reingesammelt. Die Cannon ist frei, aber mein Sniper ist wieder abgefallen, von daher nichts zu holen für mich. Jetzt sind hier 2 Gunner ready, haben hier 2 Energieschilde. Ja, bei einer Cannon wäre das sinnvoll, Howie weiß ich jetzt nicht. Und hier ist ein langer Windkanal, als Hinweis für euch. So ein langer Windkanal ist wenig zielführend, weil irgendwann nimmt die Effektivität der Windturbinen einfach sukzessive ab und das lohnt sich nicht. Wir haben uns jetzt hier einen kleinen Turm gebaut mit Mörsern, da kommt das Upgrade Center. Ja, und hier unser Kugelfang hält. Da sind ein paar Lagen, ja, Holz und eine Metallplatte rein. Hier kommt der erste Howie. Bisschen flacher reingezogen. Und jetzt kommt der zweite hinterher. Und hier die Cannon ist frei, trotz des ganzen Woodspams. Und wieder ist hier kein Sniper. Der kommt jetzt erst. Der Kugelfang wird nochmal erneuert. Die Mörser oben sind ready. Er hat keine hohe Büs. Von daher ist es hier für mich entspannt. Da kommt nochmal eine Windturbine rein. Und wir haben ein paar Gunner behalten. Einfach nur für den Fall, dass da doch irgendwas Böses im Busch ist, weil man kann ja auch sowas anfaken. Und hier hat er viel, viel Geld in die Hand genommen, um sich hier vor dem Howie zu schützen, um dann das hier in Ruhe nochmal zu bauen. So, Upgrade Center ist bei uns ready. Die Mörser, ja, kam jetzt nichts wirklich durch. Da oben kommen nochmal Gunner jetzt. Und jetzt kommen die Upgrades für die schweren Mörser. Mit dem Sniper probiere ich es, aber da ist Vordergrundholz, da geht nichts durch.
Und da werden jetzt von ihm ganz, ganz viele Gunner nachgezogen. Er hat keine Lust mehr, die ganzen Howie-Shots einfach zu tanken. Hier hätte ich vielleicht einen Ticken warten müssen, weil ihr habt es gesehen. Das, was runtergefallen ist, die Energieschilde haben den zweiten Howie-Shot einfach gefressen. Jetzt hier die aktive gezogen. Warum? Keine Ahnung. Aber die Gunner, was da sind, ja, die machen ihren Job gut. Zwei Türen lang hier vollkommen, weil entweder haut der Howie alles weg oder gar nichts. Hier kommt der Büß. Einfach nur, weil ich diesen Howie-Schutz wegbüßen will, dass die Howies auch wirklich schön reinklatschen können. Jetzt hier die aktive. Und ja, haut mir meinen Kugelfang weg, meine Büß und meinen Snipper. Aber nicht so schlimm. Da kommt der erste Howie und der kommt leider in den Howie, in den Howie-Schutz da rein. Muss warten auf die Mörser. Wir sind durchgeladen, der zweite Howie kommt und wisst ihr was? Der ist auch wieder diesen kleinen Howie-Schutz da reingeflogen. Das war für mich sehr, sehr ärgerlich, weil das waren 4000 Energie, 8000 Energie, 2400 da oben, das war teuer. Und hier, ja, als Gürteltier sehr, sehr viel Stahl da reingehämmert, von daher die zwei Cannons tun mir nicht weh. Bei ihm, ja, jetzt kommt hier, er addet weitere Waffen, muss gucken mit der Energie, weil wie gesagt, der lange Windkanal, der ist nicht so ergiebig wie unser komisches Konstrukt hier. Und jetzt hat er hier zweimal Howie Defense. Wir haben die Büste oben fertig. So, er zieht die aktive. Oh, und hätte hier fast den Howie gedorsnipt. Das wäre bitter gewesen. Die Cannon hat es abgesägt, aber nichts zu holen. Insgesamt für uns lucky. Hätte auch den Howie kosten können und der Howie hätte eventuell den mitgerissen und der hätte die Batterie mitgerissen und die Batterie und die dann die Batterie und dann zusammen den Chor. Da kommt der Howie, aber die Gunner machen einen guten Job, obwohl die Mörsers ablenken. Ist ärgerlich. So. Wir müssen uns was einfallen lassen und anbauen. Es gibt keinen dritten Howie, obwohl, ja, ganz ehrlich, hier unten noch einen rein mit dem Dropshot, der wäre auch gut versteckt gewesen, aber ich habe nur 4 Windturbinen. Und hier wieder in den Kugelfang geschossen und ins Metall. Das ist für ihn halt eklig zu treffen, weil da ist halt dieser blöde, ja, dieser Fuck You Mountain in der Mitte. Der Kugelfang wird wieder aufgebaut. Und ja, jetzt habe ich halt mit der eigenen Büß meinen Howie getroffen und hier kommt immer noch nichts durch. Das ist bitter, das ist ärgerlich. Aber wir haben hier oben 2 Gunners. Was machen die Gunners gleich? Richtig, da ist der Plan, dass die zu Minigunnern werden und einmal hier drüber mähen. Weil momentan mit den Open Gunnern fühlt er sich, glaube ich, sehr wohl. Floatet auch gerade den dritten Howie gleich zusammen. Ja, und hier, na, schöner Treffer. Aber mehr Stahl. Ne, die Gunner gehen raus, weil da kommt nichts mehr. Der erste Minigunner da oben ist fertig. Jetzt ziehen wir die aktive, reparieren ganz kurz. Der zweite Minigunner da oben. Noch eine Windturbine. Wir verteilen die auf ein paar Spots eben, dass nicht immer alle rausgehen, wenn dann eine Cannon durchrauscht. Eine Repair Station. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, aber hab's halt gebaut. Und hier jetzt meine ich, wenn er so flach schießen will, ist halt der Berg im Weg. Unsere beiden Minigunner sind ready. Und die schicken einen Gruß und da geht einiges raus. 2 Gunner sind noch übrig. Da kommt der Howie. Ja, der Mörser kam sogar durch. Die Bus hinterher. Und nochmal die Minigunner drüber gehalten. Da kommt der nächste Howie. Und der geht ein bisschen tiefer. Holt hier ein Energieschild weg. Aber kann der Gegner wunderbar noch aushalten. Die, ja, die Minigunner kommen nicht ran. Die aktive reingehämmert. Aber, ah, die Repair Station war fürs Löschen, weil ich so faul dafür bin. Ja, hier nochmal reingehalten. Windturbine geht raus. Die Ressourcen trotz Superminen sind bei ihm kritisch. Und hier habe ich meinen Howie mit den eigenen Mörsern rausgenommen. Ich Affe. Ich Affe.
So, hier muss ich nochmal nachziehen, weil da ist nur noch zwei Türchen, das ist ein bisschen wenig, das ist sehr, sehr schwach auf der Brust. Die Brust schickt nochmal einen Gruß. Da kommt der Howie. Und GG. GG. Was ist passiert? Wir gucken uns noch einmal kurz an, was passiert ist. Der Chor, der hat keinen Deckel mehr. Und die Mörser, die sind einfach, ich sag mal, ungefragt vorbeigekommen und haben dann mal ganz kurz gesagt, ja, Junge, es regnet. Weil da, es ist ein Mörser, es ist genau ein Mörser. Oder war es doch die Haubitze? Gucken Sie uns an. Nee. Der eine Mörser, der auf den Chor direkt hittet, 86% Chor Damage und damit GG. Ihr könnt mir in die Kommentare noch hauen, was ihr davon haltet. Es ist zumindest mal für mich eine Weiterentwicklung, gefühlt. Ihr könnt auch sagen, hört zu, es ist einfach mega scheiße. Aber wir haben diese Experimente auch gegen Baumi weiter probiert. Und das Video dazu ist bei ihm auf dem Kanal. Ich hau es in die Videobeschreibung. Wenn es noch nicht da ist, dann kommt es die Tage. Und in dem Sinne, passt auf euch auf und ich sag dann mal Tschüss.